Alles fit? Ja, bei dir? Ja, normal. Ja, solche Autisten, ne? Nice. Was ist, wenn wir den kaputt machen und mit Kabelbindern festmachen? Das habe ich auch gerade überlegt. Wenn du das hier rausmachst und damit... Könnte man theoretisch sollte das funktionieren. Ein Wildpinkler. Ich meine, wenn es so gut läuft, läuft es so gut, ne? Wenn ich drauf komme, komme ich drauf. Wenn er sagt, nee, Kollege, dann... Nee, schon wieder! Digga! Hey! Hä? Komm, wir machen jetzt einmal Speed, ja? Wir machen jetzt Rennen! Aha. Hä? Du bist doch dieser Luis, oder? Ich kenn mal noch von Luis. Der hat wieder seinen Sonnenhut an. Ja, ja. Digga! Ja, nimm dein Motor nicht an, oh! Oh, wow! Willst du mal lieber was Vernünftiges fahren? Ja, du fährst hier. Ja, komm. Ey, muss in Kurven aufpassen, ist ein bisschen schwammig. Okay, ja, dann. Wenn ich die noch ankrieg. Die Booster von Motoflo. Motoflo. Junge, Junge. Und was sagst du, macht Spaß? Ja, doch, schon sehr geil. Hast du? Ist schon sehr geil. Was hast du denn verbaut? 70er Street Race. Ja, und 21er Vergaser, Stage 6 und so. Hä? Nochmal? Also, ich habe einen Stage 6 Street Race, 70 Kubik. Dann habe ich noch einen 21er Vergaser, China. China. Wichtig. Stage 6 Pro Replica MK2 Auspuff. Dann noch eine Stage 6 Vario und eine Kupplung von Stage 6. Getriebe. Stage 6 Sport Pro meintest du eben, ne? Was? Ja. So wie bei mir auch. Der Booster ist richtig klein, ne? Was hat der gekostet? Boah. Motor und so. Ja, alle. Also ich habe halt ein bisschen was von ScooterTech gesponsert bekommen. Ja, schwer ein Taui, würde ich sagen. Bist du da drauf? Ja. Ist das
Der hält viel zu klein. Ach so, weil der ist zusammengeknickt jetzt. Aber läuft es trotzdem, oder? Hast du schon oder ich nehme halt meine Socke, die ist noch frisch. Die ist noch frisch. Die ist von heute Morgen. Als würde es einen Unterschied machen. Ich habe ja auch Stoff da drin, da kann man da ja so. Ja, ich habe auch ein Säckchen. Ich habe auch ein Säckchen. Das Säckchen wird voll dreckig, Alter. Das wird voll gespuckt mit Öl. Ja. Das kannst du wegschmeißen nachher, warte mal. Was ist 26er Flachschieber? Also da kannst du eigentlich noch mehr rausholen aus der Rocks, ne? 100 Kubik too fast runter. Yo! Direkt auf Kacke hauen. Ja, was denn? Also das dickste, was ich gefahren bin. Meinst du? Unterm Roller war 172 Kubik. Ich bin mit Kaltstadt gefahren. Mhm. Das ist schlau Leben bin ich. Wird die eingesaugt, die Socke? Oder? So, zeig mal. Nee, also wenn sie ausgeht, ist sie eingesaugt. Abfahrt. Ja, hier, da ist mein neues Helm. Ich muss Schuhe noch zurück. Wichtig. Ich sag mal so, wenn es funktioniert, ist es kein Fusch. Ja. Bruder, die ist aber massiv schwarz. Ja, ohne Filter, Alter, kein Wunder. Ja, du musst auch mit aufs Innere achten, ne? Ja, klar. Aber ich weiß nicht. Doch, die ist schwarz, auf jeden Fall. Ja, die war nie gelange neu. Das ist ja normal, aber. Motzenstopp! Oh, oh, oh. Ah ne, draußen meinst du? Der ist wieder reingekommen. Ja. Jetzt ist er draußen? Ja. Dann kann das auch jetzt sein. Ich schau jetzt draußen? Ja. Ich hab gerade eben einfach mal so gemacht, ne? Und ich guck da rein, stehe oh, nur 200 Meter. Ja, ich hab den Drossel eingebaut. Gleich perfekt. Ja, Digga, nichts mehr abstimmen. bei mir sind wir direkt auf 8,9, ne, auf 100, 102 gegangen, ne? Guck mal, wir fahren dasselbe Setup, ne? Und ich hab eine 80er Düse drin. Und ich hab eine 100er Düse. Der hat denselben Motor wie ich, exakt. Ja, jeder Motor ist anders. Ja, ist krass. Ja. Aber der Vergaser habt ihr gleich. 110 war drin? Ja, wir haben dieselben Vergaser. Okay, das ist. Ja, gut, ich fahr offene Luftfilter, ne? Du fährst geschlossen. Ah, gut, ne? Ja, daran wird's liegen. Ich tu mal die 110er hier bei der 100er rein, ne? Ja. Ist ja deswegen die Schieblader, da gibt es auch eine schöne Schieblader, da kannst du immer nachgucken, was das denn ist. Obwohl, das steht ja drauf auf der, ne?